Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge League of Legends. Also, ich bin der Bayjim und zu mir und bei mir sind mal wieder, man hört's schon im Hintergrund, der gute Toasty und Leon. Moin. Da sind wir ja. Toasty, jetzt kannst du nicht aufhören zu lachen. Und naja, ich weiß, ich auch nicht. Naja, gut. Oh nee, ey. So, es bleibt mit dem Toast, die hat mit dem Laden noch relativ schnell. Ich dachte, das geht länger, aber deswegen haben wir jetzt keine Zeit mehr für die Analyse. Aber gut, also Toasty spielt Supporter. Mal wieder. Ich spiele als Keil auf der Botlane. Dann, was spielst du denn, Leon? Du spielst Vladimir in der Mitte? Ja. Oder Katarina? Nee, Katarina geht wohl top. Ja, und Zinzau halt. Ja, das ist eigentlich normal 5 gegen 5 Regelung. Geht eigentlich. Ja, Vladimir. Scheiße. Würde ich so sagen. Toasty, der pennt mal wieder, der braucht mal wieder länger. Ich penne nicht, das Ding ist, bei mir dauert das etwas länger, weil ich hab nur Dual-Core. Ich hab nicht 6-fach-Core, 8-fach-Core, so man ja alle heißen. Ah ja. Ich hab nur Dual-Core, sondern der ist nicht so schnell, der braucht ein bisschen länger bei der Verarbeitung. Und du weißt, was ich meine. Warum schreibst du Kater? Ich hab geschrieben, wir wissen's nicht. Ja, aber jetzt stellt er sich auf Katarina ein und kriegt dann gleich einen Vladimir in die Fresse. Ach so, okay. Wenn er jetzt hier im Ding steht, dann ist scheiße im Busch. Okay, ne, steht er nicht. Du solltest kommen, Mann! Ist Kater bei euch? Ja, geil. Ja. Wolltest du, dass ich der... Geil. Das kennen wir schon. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Guck mal die Uhr. Ja, ich sehe es. Wie spät ist denn das auf deiner Uhr? Es ist... 1:30. 5:30. Oder 6. So. 5:30, 6 ist das. Tja. Das ist die Zeit zum Sterben. Oh. Ist echt die Zeit? Wusste ich gar nicht. Zilians Zeit auf dem Rücken ist die Zeit, die ihr echter ist. Echt? Ja. Nein, echt? Spaß. Ist ein bisschen echt? Später schon. Wollte schon sagen, ne? Ich guck mal auf die Uhr. Nee, passt nicht ganz. Nee, leider nicht. Aber wir nehmen für die fürs Verhältnis relativ früh auf. Oh, scheiße. Naja. Das heißt, nachher krieg ich nachher wieder Besuch. Kennen wir schon. Kann ich das irgendwie wieder einkopieren, oder? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Egal, so. Einkopieren? So, wen haben wir denn jetzt auf der Botlane? Katarina und wen noch? Fiora, glaube ich. Fiora, echt? Oh Mann, er hat seinen Stun bereit gehabt. Oh nein, nicht Fiora! Ich hab so das dumme Gefühl, dass wir das verkacken werden. Ich nicht. Ich hab da ein gutes Gefühl bei. Ja, dann komm, nimm deinen Stun. Siehst du, die Mara. Frisst schon eine Bombe gleich. Damn's. Ich mach doch nicht so viel Damage, weil ich noch nicht die Runen dafür habe. Ich hab nur erstmal Runen hier für. Attack Damage geholt. So, ja, ist ja nicht schlimm. Boah, er hat mich gestunt. Wie viel Schaden hat er denn? Okay. Ja, hauen die da jetzt erstmal richtig weiche. 27. Aufs Maul. Oh. Ich liebe ja diese Distanzangriffe, ne? Ja, die ich nur alle paar Male hab. Schon 2 Vasalen. Oh mein Gott! Mhm. Oh. 3! Ich hab 6. Fiora ist im Gebüsch, wollen wir da. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt können wir schön im Gebüsch mal. Boah, geh du mir hier weg. Mal wieder eine Bombe drauf, hau eine Bombe drauf. Und zack. Nice. Und zack. Jetzt boah, ich weiß, mal weg. Wo will die hin? Sind ein Grab holen oder was? Keine Ahnung. So. Ah, scheiße, aber da war Salle. Oh ja, hab ich jetzt auch erst gesehen. Naja, wir hauen die. Oh. Boah, also, krass! Alter, im richtigen Moment habe ich mein Dinges reingetan. Richtig krass und so, Alter. Weiter so, Junge. Meine Barriere, ja. Ach so, deine Barriere. Nice, wieder eine Bombe drauf. Ist nur ein bisschen Mana, das wär's noch. Dann wäre ich glücklich. Ja, das ist ein bisschen gespammt hier. Ja, dann muss er Damage machen. Mhm. Und zack, läuft auch noch zu Katarina rein. Schöne Sache. Boah, Alter, ich hab so gar keinen Bock auf Vladimir. Warum hast du denn genau? Ihn denn? Ja, das ist der einzige Mid-Champ, der hier gerade so in Verfügung steht, Ach ja, man muss ja dazu sagen, Leon spielt ja jetzt auf Fresh Cool 009. Aus dem Grunde, weil sein Main-Account mal wieder gebannt wurde. Das warum ist nicht das erste Mal so. Nein! Was war das denn? Ich wollte mal Kuh eigentlich setzen. Auf einmal mache ich da mein. Ich wollte diese scheiß Bombe setzen. Auf einmal mache ich mein komisches Ding dahin. Ich weiß nicht mal warum. Ah, reicht die Bombe? Reicht die Bombe? Ich habe keinen Mana mehr. Nein, reicht nicht. Scheiße. Ja, aber jetzt muss die garantiert weg.
Ich brauch Mana. Erzähl mal ein paar Fun Facts. Musst du da gleich so reinstürmen? Ich wollte das eigentlich anders sagen, aber okay. Sag's anders. Nee. Komm. Nee, ich kann euch mal was Lustiges erzählen. Mein Lieblingsfilm, ne? Dein Lieblingsfilm, jetzt komm. Ja, der ist echt geil. Onk Bak. Ah ja. Was für ein Bug? Onk Bak, das ist so ein Muay Thai Film. Ne, und da ich ja Muay Thai leidenschaftlich, ne? Ich mag Muay Thai total. Ja, ja. Ist das so? Ja, ist so. Was ist der Muay Thai? Erzähl mal ein bisschen. Muay Thai, das ist thailändisches Boxen, quasi. Wobei du deine Ellbogen und dein Knie verwenden kannst. Oder halt mehrere. Kannst oder musst? Oder darfst? Musst, es ist egal. Es gibt verschiedene Taktiken, Arten, wie du das machen kannst, ne? Auf jeden Fall, Muay Thai ist eine Kampfsportart, die relativ geil ist. Du musst schnell sein, du musst Stärke haben und du musst geübt sein, quasi. Kennen wir ja vom Boxen. Mhm. Komm her! Komm. Komm, Junge! Jetzt denken alle, was hat der denn jetzt? Wollte ich mir kacke Schlipszeug nehmen, ne? Musst du eigentlich nicht. Oh. Eigentlich, ja, was ich da jetzt nicht muss. Wieso nehme ich jetzt gerade die Minions ab? Ey, komm. Beeilt euch, die Zeit euch, der Zeitmann läuft die Zeit weg. Oh mein Gott. Hat er das gesagt? Beeilt euch, die Zeit läuft weg. So, ey. Und auf jeden Fall zu Onk Bak, der Film, gibt's halt so einen Fun Fact bei League of Legends. Hm. So, und das ist der, dass der Skin Muay Thai Lee Sin, wie es schon im Namen steht, Muay Thai Lee Sin. Es gibt so eine Trainingsszene bei dem Film Onk Bak. Verdammt! 1. Wo warst denn du? Ich hab geguckt, ob die da im Gebüsch steht und sich portet. Ah, oder so, ob sie auf da von hinten reinquatschen will. Die war schon lange weg. Das kann ich ja nicht riechen. Ich schon. Die hätte ja auch von hinten kommen können und dich töten wollen. Nee, die hat ja nicht mal mehr einen Balken. Die hätten da hinten kommen können und dich töten wollen. Dann wäre gestorben. Weißt du, ob die drauf sind? Ja, aber nicht strohdumm. Nee, dümmer. Nein, Spaß. Erzähl weiter. So, und wo war ich dann gerade eben? Beim Tanz. So, und ja, bei der Szene ist da halt so ein... Du kannst noch eine Bombe draufsetzen. Du kannst zwei Bomben gleichzeitig draufsetzen, dann explodiert die andere. Jetzt kommt diese scheiß Hure. Will mich töten, ich glaub's nicht. Boah, Twisted Fate richtet mir gerade so richtig zu. Oh mein Gott. Und auf jeden Fall haben die diese Trainingsszene von einem Bug, haben die dann in den Skin rein. Oh, warum kriegst du den Kill? Mach ich Auto jetzt mal. Ja, erzähl weiter jetzt. Ja, halt die Trainingsszene haben die in den Tanz reingeführt und das ist ein bisschen Copyright, finde ich. Naja, Copy und Paste, ne? Ja. Ist ja nur aber solche Tänze, so wie zum Beispiel Twisted Fate, der macht ja Gangnam-Style. Gangnam-Style. Wollen wir mal fragen, ob er gleich mal eben für uns tanzen will? Nee, glaube ich nicht. Okay. Warte. Kann jemand von euch den Gundam Style tanzen? Ja. Nee. Habe ich aufgeführt. Bei meiner Schule. Ah ja. Aufgeführt. Mhm. Zergeht das mal im Mund. Aufgeführt. Gegen deinen Willen? Oder hast du das freiwillig gemeldet? Ups. Nee, ich musste das machen. Weil. Aufgeführt. Das war halt so, zu Karneval mussten wir das machen, weil unsere Schule feiert Karneval irgendwie total. Oh Gott. Und so Grundschule, da war noch Karneval bei uns, aber ansonsten... Nee, meine Schule ist da irgendwie so anders. Letztes Mal, als ich mich verkleidet habe, war in der 4. Klasse. Bei mir war es auf dem Motto-Party. Okay. Da war ich Zorro. Krass! Krass gestorben. Ja, Alter. Ah, scheiße, ich hätte meine Ulti einsetzen können. Alter, ich muss unbedingt. Okay, komm, er tanzt, Film. Ich kann nicht. Mann. Ich mach grad Kills. Jetzt, wo ist er? Boah, Alter, ich brauch Heiltränke bis zum geht nichts mehr. Schafft die das? Ja, die schafft das. Na, jetzt kann er nicht mehr tanzen. Soll ich mir zuerst den Zauberstab holen oder die Spitzhacke? Oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie krass ich Wladimir hasse.
Warum spielst du ihn denn? Ja, rat mal, warum ich ihn spielen muss. Das ist der einzige Mid-Champ, den ich habe. Du willst doch Zerat zocken können. Und dann machst du ihn. Wen? Zerat. Ist der ein Mid-Champ? Natürlich. Ja. Oder Master Yi. Der überhaupt. Oder Master Yi. Ja, Master Yi wegen... Nee, Master Yi nicht. Wolltest du eigentlich zocken, eigentlich? Ja, davor. Eigentlich. Wie sieht's denn bei Wladimir aus? 0-3, oh Gott. Man sieht's, ne? Mir sah es besser aus, dank einem lieben Belgium. Wieso? Ich hätte meine Ulti gemacht, hätte ich sie einsetzen können. Ja, schon klar. Das will aber irgendwas von wegen, du hättest die Ulti einsetzen können. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hilfe! Schon wieder am Sterben? Zwei Mits! Zwei Mits! Oh Gott. Oh ja. Toasty, wir kommen da gleich mal hoch. Haha, du bist fit. Ja. Wieso hast du eine Bombe auf mich gesetzt? Nicht auf dich, ich wollte nicht auf dich setzen, wollte auf Katharina setzen. Die ist da oben im Gebüsch. Ich seh's. Nee, die ist nicht da, da ist Fiora. Ich spiel nie wieder. Oh, mach ich doch. Ist einfach nur defensiv. Das ist, ich schau mal einfach als erstes. Ich weiß ja nicht, ob die da ist. Leon ist in der Mitte, warum willst du als S schreiben? Das bringt ja doch gar nichts. Weiß ich nicht, damit alle sehen. Damit er nicht sagen kann, Sennett ist geschrieben oder gesagt. Ach so, nachdem. Gut. Du weißt doch, da kommt Fiora, da kommt Fiora. Da wieder auf mich. Oha! Jetzt ist das mal so weit. Hast du deine Ulti? Was ist das denn jetzt? Wieso habe ich mich nicht bewegt? Hast du deine Ulti? Nein, ich habe gar keine Mana, nix. Naja, hat gereicht. Ja! Hättest du nur ein Outfit gesetzt, ja, ich weiß, wollte ich gerade machen, aber ich bin doch weggelaufen, wollte nicht sterben. Das ist irgendwie Fähigkeitsstärke, die ich mir so ganz schnell kaufen wollen. Ah, ich nehme einfach nochmal hier so ein Buch. Barry, wieso rennt er da lang? Und das war. Verdammt! Ich wollte ins Gebüsch laufen, dann läuft er in die andere Richtung. Das habt ihr auch gesehen! Natürlich! Ich zock mir wieder Wladimir, Mann. Er ist zwar ein Russe nach dem Namen her, aber trotzdem. Wladimir ist ein Transsilvanier. Transsilvanier, ich mich erhänge. So, bewegt. Russen sind viel besser als Transsilvanier. Ach ja. Wladimir, woran denkt man? Wladimir Klitschko! Ja, genau. Ist der Russe? Ich dachte, ja. Der wäre Ukrainer. Ja, der ist Ukraine. Ja, ich bin halb Ukrainer, halb Russe. Und? Ja, ich lebe halt hier, ne? Achso. Ja, bist Asylerwerber, ne? Hast ein bisschen Asyl bekommen, jetzt ein bisschen Hartz IV vom Staat abkratzen noch ein bisschen, ne? Nee, meine Eltern verdienen eigentlich recht gut, ne? Schwarzarbeiten auf dem Bau und so. Oh, das geht ja jetzt ab mit dem Damage hier. Aber auf der Midlaner fehlt er gerade, ja, mit Champ. Ich bin auch am Failen. Ich merk schon. Greifen alle mich an, die Fokusnummer an mich, die dort blöden Fade macht seinen Ulti. Geh schon mal zum Tower. Wollen wir mal auf Twisted Fade eben gehen? Ja, wär ziemlich hilfreich. Ich bin noch niemals tot. Oh, der ist so down. Komm, Speedboost noch. Wenn du mal reinkommen würdest, könnte ich Speedboost geben. Ja. Danke, dass ich mein Leben nicht aussaugen konnte. dein Speedboost hat mir einen Assist gekriegt. Wegen deinem Speedboost hast du einen Assist gekriegt. Ich weiß. Cool. Ich hab's gesehen. Kommst du? Da kommt Katharina und Fiora. Pass auf. Komm zu uns. Hier, jetzt Lalang. Warte, ich hole meine Ulti drauf, falls er stirbt. So, jetzt müsstest du wieder aufstehen. Schieß halt wieder auf, pass auf. Ich weiß. Ja, danke! Ja, ich brauch einen Kill, Mann! Ich hab 1-3! Wie du mir, so ich dir, oder was? Ja! Alter, danke für deine Ulti, ne? Toasty. Ja, kein Ding. Dafür ist sie ja da. Oh, lass mich doch mal Leben aussaugen hier. Gibt's ja nicht. Ja, nice. Jetzt geh ich ihm wieder back. Ich glaub mit der Zeit, wenn ich ein bisschen gefeedet werde, dann geht's ab, du. Na, ich wollte die töten. Scheiße, ich hatte keinen Mana mehr für meine Ulti. Ich hab die so gekillt. Ich dachte, ich renne da jetzt mit Ulti rein. Selbstvertrauen.
und kill die noch vorher, aber stirb dann trotzdem wegen Ignite oder was das da war. Du bist halt schlecht. Gut, dass die Lanes gechanged haben, alter Master Yi, ist es besser als Dingens. Naja. Als Dingens? Als Twisted. Twisted Fate. Den hab ich auch, ich hab sogar einen Skin für den. Oh. Toll. Ich mag ihn eigentlich auch total. Twisted Fate ist einer meiner Lieblings-Champs. Warte mal, lass ihn mal ein Stück zurückfallen und dann gibst du mir einen Speedboost. Kannst nicht mal. Alter, du bist. Alter! Alter! Du bist Supporter! Alter, ich bin schneller als du, Alter! Also für alle, die mal mit Dosti spielen und er spielt Support, reporten. Er ist, ja, kein, er ist ein Scheiß-Supporter. Ist schon klar. Hm. Du mich auch. Ich bin der Follower Nummer 3, Alter. Nee, Nummer 1, meine ich natürlich. Natürlich Nummer 1. Ja, natürlich. Deswegen hast du mir auch gerade einen Speedboost gegeben. Ja, siehst du das doch hier. Bitteschön. Jetzt brauche ich ihn nicht. Jetzt stehe ich da nur blöd rum. Das willst du auch nicht mehr haben, naja. Und wenn das Kind Belgium nicht mal ausgeklärt hat, dann weiß ich nicht, was er will. SS übrigens. Doppel SS. Ja, schön bekommen. 109. Alter, weißt du, wenn ich Ruhen habe, ist das alles viel, viel einfacher, aber jetzt. Kannst du noch an die letzte Runde erinnern, ne? Mit Wladimir. Die war doch halbwegs gut, ne? Aber. Jetzt. Nice, da haben wir doch noch was draus hier. Du Sturm. Nein, schade. Siehst du, die rennen schon, wie die Angst vor mir haben hier. Naja, warum nur? Keine Ahnung. Übelst der Supporter, alter Celian. Vorleger Nummer 1. 1A. Voll krass, alter Rolf, lol, JGF und so. Double Kill. Dank Barrier und Ulti. Perfekte Sache. Soll ich jetzt noch eben den Tower mitnehmen? Ich weiß nicht, macht das überhaupt mehr Damage, wenn man das einsetzt? Ist ja magischer Schaden dann. Boah, ich kann auch eben den Farm mitnehmen. Haben die überhaupt magischen Schaden am Tower? Nee, eben ja eben nicht, deswegen. So einen normalen Schaden oder was? Ja. Deswegen machen Fähigkeiten also, ja auch kein Damage. Die Jungen haben 2550 Leben, keine Mana, haben 230 Angriff, 0,3. 0,83 Attack Speed, 250 ja. Rüstung und 260 Mana. Das bin ja voll viel, wenn man das treffen kann. Die Türme. Achso. Da laufe ich am besten jetzt reinhören, so zu den beiden. Ist sehr schlau und so. Die drei Tode am Anfang hätten nicht sein müssen, aber naja. Och man, Leute. Ich spiel nie wieder Wladimir. Oh ja. Oh Mann. So schlimm ist er gar nicht, finde ich. Der schlechteste Champ, finde ich, ever. Nee. Ganz ehrlich. Nee. Mit Abstand. Komm, Xin Zhao Ulti. Xin Zhao war mal mein Main. Oder ist einer meiner Mains. Das ist immer, glaub mir. Guck mal, wie ich Katarina hier einmal runterhau. Und Fiora rennt gleich wieder weg. Oh, Fiora, geilen Skin. Muss ich nebenbei erwähnen. Echt geil. Hätte ich auch gerne. Aber leider kein RP mehr. Okay, den kriegst du. Nee, den krieg ich okay. Noch. Cool. Scheiße, keine Range-Auto-Hits mehr. Na komm! Die ist tot. Na los! Ja, Mann. Wollte ich noch eben holen, aber naja, gut. Ja, war mir schon wieder klar. Also wie schon das eine Mal. Für Wladimir Zaubervampir, was meint ihr? Ja, natürlich. Ja. Man holt sich Hextech Revolver am Anfang. Echt? Ja. Oh shit. Habe ich schlecht angefangen. Leben ist wirklich auch nicht schlecht. Ja, natürlich. Leben kommt. Realize kommt danach. Warte mal. Home, sweet home. Ich verstehe irgendwie Wladimirs E nicht. Wladimirs E? E ja. Ist da. Achso, das, wo er das Blut hinwirft. Ja, je öfter du den einsetzt, desto mehr Damage macht der, weil je mehr Leben kostet der auch. Echt. Also hast du genug Leben, dann haut er richtig Damage raus. Jo. Warum rennst du denn nochmal zu ihm? Weil ich ihn fertig mache. Achso. Ich finde das so geil mit den Leben aussaugen, das finde ich immer nur krass geil. Ja, eben, deswegen, ja. Oh, und jetzt holt die Mann, ich hasse diese scheiß KSer immer.
Ja, das hat der KSer Nummer 1. Ich hasse diese Scheiße. Ich bin kein KSer. Nein. Du nicht. Ich KSe nie. Sag mal Gurkengucken alias Simone. Wie sagt ihr das? Da hab ich nur einen Spaß gemacht. Da hab ich nur einen Spaß gemacht. Alles Scheiß KSer. So, okay, ich habe jetzt Hexdeck Revolver. Was soll ich mir Hexdeck Revolver erweitern? Auf was? Nö, noch nicht. Erstmal jetzt Dingens. Ja, dann hole ich mir Rabadons gleich. Nee, Realize. Diesen, ach so. Aber dann kann weißt du überhaupt, was die Passive von Vladimir ist? Nee. Je mehr Leben, desto mehr Fähigkeitsstärke. Je mehr Fähigkeitsstärke, desto mehr Leben. Laber. Ist so. Geil. Also wenn ich jetzt Fähigkeitsstärke kaufe, habe ich mehr Leben. Ja. Und wenn ich mehr Leben holst, habe ich mehr Fähigkeitsstärke. Genau. Mhm. Und deswegen ist Realize das perfekte Item. Weil es Leben und Fähigkeitsstärke gibt. Ah, okay. Natürlich rechnen sich die extra Boni nicht nochmal drauf, aber ansonsten... Ja, dann verkaufe ich gleich über großen Stab, ne? Nee, den behalt den, Mann. Den brauchst du ja am Ende noch. Dann brauchst du die über großen Stab. Also sollte Vladimir eigentlich schon ein geiler Champ sein. Ich hab die Passive nur noch nicht gecheckt. Okay. Ach, Berenazzo ist da, ich mach den mal kurz. Ja. Das ist natürlich Spaß. Warte. Aber ich weiß, wenn ich das E einsetze, bekomme ich immer mehr Leben pro Attacke dann. Na komm. Also ist die Passive eigentlich saugeil von Vladimir. Ach. Saugeil. Okay, oh, wie viel Leben Fiora noch hatte. Gemein. Ja, renn ihm auch noch in die Arme! Komm, ich mach meine Ulti. Ich mach meine Ulti. Was für ein Dreck. Ist er noch gestunt? Nee, doch nicht. Das war nicht der Stunt. Doch. Das wäre das. Warum man eher nicht? Mann, eher! Oh! Was hast du eigentlich immer mit deinem Stöhnen? Mein eher will nicht! Ich und saug ihn aus! Saug ihn aus! Nein. Doch. Nein. Wer ist gut? Bitte. Hotshot GG. So. Oh, Alter. Geil. Gürtel Alter. Des Riesens und schon habe ich 143 Fähigkeitsstärke. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Ist echt geil. Zusätzlich Fähigkeitsstärke habe ich bis jetzt 9,5. Zusätzlich Leben 186. 130 Gold. Sorry, 30 Gold war die neue Map, ne? 30? 30. Achso, ja. 30 Gold, 30 Euro, 30 Euro, Dollar, 30 Euro, was du immer haben willst. Guck mal, wie viel Leben ich schon hab. Ich geb mal einen Tipp ab. 2500. Ne, 2072. Ich hab ohne ein Lebensitem 1700. Ich hab ohne ein Lebensitem 1161. Aber Kyle ist auch der Champion mit dem meisten Basisleben. Oh, ich habe noch gar nicht auf beschäftigt gestellt, mein Skype. Na, das wird dich nachher wieder in den Arsch beißen. Das kennen ich wir auch nicht. Und das wird dir auch in den Arsch beißen. Ich weiß. Wobei, ich habe zwei Bildschirme, aber mir minimiert sich das nicht, wenn jemand anruft. Bei mir aber. Aber Simone ist on. Was dann meistens mein Todesurteil ist. Ach so. Das wäre aber voll geil, wenn ich mein, wenn mein E mich schneller machen würde. Mhm. Und zack. Perfekt. Hätte mal einen von euch verschillern sollen, dann hätte ich noch einen Support bekommen, wäre egal. Ja. Einen von euch? Mich hättest du mitnehmen müssen, weil ich ja den Skill gemacht habe. Boah, keiner lässt mich ihr Leben, ey, wiederherstellen. Was soll denn der Mist, ey? Dann geht auch Stangen in meine Presse. Genau. Oh, ich habe auf Q gedrückt. Ja, das war jetzt auch nicht gerade die beste Akali. Alter, die war so schnell tot. Ich glaube, ich hole mir die für diesen Account. Bin ich mir ziemlich sicher. Mach mal. Die ist auch auf. Aber die ist übel hybrid, ne? Ich glaube, die Katharina holt. Akali? Ah ja. Die ist übel hybrid, Champ. Ein Gunblade und ansonsten AP. Ja, sicher. Ja. Ja. Ich habe auch einen Speed Boost. Ich hab zweimal Speedboost. Aber du setzt doch jetzt halt alles Mana erstmal ausgeben für so einen billigen Speedboost. Na klar. Nur weil ich's kann. Boom. Oh Mist! Ah. Ich muss ja alle Minions außer diesen komischen mit der Bombe machen. Oh Mann, ey.
Double Kill. Bin ich mal schön gestorben. Wir machen hier unten mal eben den Tower, während die da oben abgelenkt sind. Hexdeck Revolver. Den geilsten Farben im Spiel, Alter. Ich glaube, ich hole mir dann Seele des Spektralgeistes. Was ist das denn? 50 Fähigkeitsstärke, 10 Abklingzeitverringerung, 10 Mana-Generation alle 5 Sekunden. Passiv. Du Mana-Regeneration mit einem Champion ohne Mana? Ja. Hä? Mana-Regeneration mit einem Champion ohne Mana? Ja, stimmt. Unnötig. Ja, dann Wille der Uralten, schätze ich mal. Deswegen holt man sich mit dem auch keine Dorans Ring. Stimmt. Okay, 100 hätte ich jetzt noch sammeln müssen. Naja, egal. Oh, guck mal, wer da ist. Wer ist denn da? Dein Tod? Nö, mein Tod nicht. Moment, ich muss noch kurz hier was einstellen. Warte mal. Wenn ich hier schon das Geld habe, dann kann ich ja auch Dinge jetzt machen. Phase 3 Schuhe. Kurz Phase mal was 3. bei den Optionen einstellen. Phase 5? Nö. Doch ja, das ist saugeil, das Spiel. Das habe ich immer gezockt, als ich klein war. Immer. Klein warst? Du bist ja noch klein. Schnauze mich gar nicht. Im Vergleich zu dem 1,85 Toasty schon. 1,85 ist ein bisschen falsch, ne? Guck mal, da kommt. Ich glaube, ich werde Toasty noch überholen. Wie, womit? Mit der Größe? Jo. Ich mache einen Träumen. Sicher? Blutrausch. Rate mal, wie groß ich bin. Zu klein. Wie groß bist du? Nee. Ich bin nicht so klein, wie du denkst. Wie groß bist du? 1,70. Ah ja. Sag ich doch, klein. Wenn man so vorstellt, ne? Wie alt ich bin. Klein. Das ist schon so. Nein! Ein Stun, mit dem er mich halbe Leben gezogen hat. Verdammt, Lex! Mann! Ich Mann. Flash, drück schön mal. Ja, jetzt aber so, zack. Nö. Warte, die ist noch am Leben? Ist noch am Leben. Mist. Oh, das gegnerische Team hat für eine Aufgabe gestimmt. Good Game, haben wir das schon? Spiel doch noch gewonnen. Das war schon, Alter, so schnell. Oh, 27 Minuten. Zwei Runden, ne? Nö, 27 Minuten, das geht. Oh. Ja. Gewonnen! Hey. Super, ja. Das war ja mal wieder eine super kurze Runde. Ja, geht, ne? Das kam einem kurz vor, aber 27 Minuten doch. Doch so wenig viel. Das ist doch so viel. Guck mal, das Schaf da oben. Was ist das? Da oben. Ja, ja. Das ist vom Händler. Ja, vom Händler. Du hast gar nicht die Dinger erzählt, ja, die du erzählt hast. Ach, die Funfacts, die kommen über die Folgen hinweg. Oh. Ja, ne? Also müsst ja nicht alles auf einmal verbrauchen. Nein. Wir haben noch so viel Stoff, den wir. Ich habe ja einen schon erzählt, von daher. Auf jeden Fall kommt da noch mehr. Da kommt noch mehr. Dann würde ich mal sagen, ne, tschüss und bis zur nächsten Woche wieder mit Let's Play Together League of Legends mit Beijing Toasty LP. Richtig, also dann bedanke ich mich mal wieder bei Leon, wobei ich das bald nicht mehr machen brauche, weil er ja fast immer da ist. Ja, genau. Mhm. Aber gut, also. Weil ich so ein guter Freund bin. Genau, bei Beijing Toasty LP Stratos machen oder irgendwie so. Ja. Ja, das war letzte Runde mit, wie war das nochmal? Beijing Toasty. Nee, Beijing. Razor Legend Kuchen LP oder so Gurken LP ja oder so, keine Ahnung, ja. Aber gut, ja, naja, dann wie gesagt bedanke ich mich bei Leon und wir sehen uns dann nächste Woche in alter Frische und ich würde sagen tschüss in frischer Alte. Genau. Alter, tschüss, ja, genau.